So, und jetzt habe ich mich der Witterung entsprechend auch noch mit dem zusätzlichen krassen Kragen von der modernen Kälteschutzjacke eingedeckt und muss sagen, so ist jetzt sehr, sehr, sehr kuschelig. Theoretisch hat das Ding ja auch noch eine Kapuze. Einen Moment. Und so ist es dann natürlich noch wärmer und ich kann noch länger hier draußen rumhocken und komme mir gerade so vor, als hätte ich irgendwie einen Schall nach vorne Zentriertrichter auf dem Kopf. Könnte daran liegen, dass ich das ja quasi habe. Jetzt sieht das allerdings doch ein bisschen dämlich aus und da ich mich die ganze Zeit angucken muss, weil ich ja hier so ein Display, ne, und so weiter, nochmal zurück. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema innerhalb meines Pilzvortragsreichings hier. Oh Gott, was ist das für ein Wort? Reiching? jedenfalls das, worauf ich mich die ganze Zeit in Anführungszeichen gefreut habe, was mich persönlich am meisten interessiert, ist die Symbiose in einer geschlossenen Einheit von Pilz und Pflanze, die Flechte, auch Lieche genannt. Wobei der Begriff Lieche, der ist ziemlich alt. Aber die Wissenschaft von der Flechtenkunde, das ist die Lichtheologie oder so ähnlich. Oder Lichologie, Lichti, Lichtheo, Theo, irgend sowas. Ich guck's nach, ich schreib's euch unten hin. Das kommt jedenfalls von diesem alten Wort für Flechte, Lieche. Und gleich mal von vornherein, vorneweg, anders als ja, Pilze stellen Flechten vielleicht ein bisschen eher einen gewissen Faktor, der zur Ernährung großer Tiere herangezogen werden kann, da. Vielleicht. Das ist halt eben so eins noch der großen Rätsel, weil es halt eben keine Survival-Wissenschaft gibt und niemand großartig viel Spaß daran hat, beziehungsweise keinen Grund sieht, jetzt Geld auszugeben für ein Forschungsprojekt, das sowas untersuchen würde. Aber zurück zum Anfang, das war jetzt nur mal so als kleines Leckerli, weil das was ist, was mich persönlich sehr beschäftigt. Eine Flechte ist eben eine Lebensgemeinschaft zweier völlig unterschiedlicher Lebewesen, die aber zusammen so miteinander verwoben sind, beziehungsweise zusammenleben, dass sie in ihrer Gesamtheit ja, so eine Art eigene Art darstellen, aber eigentlich eben nicht wirklich. Und das ist das Interessante und das ist das Einmalige bei den Flechten, dass jede andere Lebensform, nenne ich es jetzt mal absichtlich, jeweils auch gleichzeitig eine Art ist. Also eine Lebensform ist gleich eine Spezies. Ein bengalischer Tiger zum Beispiel. Das ist ein Tier, ein Individuum, ein Tiger. Oder ein Beispiel aus dem Pflanzenreich, das Buschwindröschen. Das mag sein, dass da das Individuum Buschwindröschen aus vielen einzelnen kleinen Pflanzen, die aus dem Boden rauswachsen, besteht und das Individuum eigentlich eine Gemeinschaft von vielen kleinen Pflänzchen ist, die als Kollektiv zusammenhängen und alle die gleiche DNA haben. Aber man kann das einzelne Individuum ausmachen. Dieses eine Exemplar von Buschwindröschen ist zusammen ein Lebewesen und hat somit sozusagen, wenn man möchte, einer Pflanze ein Bewusstsein unterstellen möchte, dann ist das dieses eine. Also dieser eine Komplex verschiedener kleinen Pflänzchen aus dem Boden ist zusammen ein Lebewesen. Und jetzt ist das Interessante eben, der einzige bekannte Fall, wo ein wie ein Lebewesen aussehendes, ja, wie ein Lebewesen sozusagen, eben nicht aus ein und demselben Individuum besteht, sondern in seiner Gesamtheit aus mindestens zwei. Mindestens. Es gibt sogar Fälle, da sind es noch mehrere. Nämlich eben dem Pilzpartner und dem Pflanzenpartner. Es ist also sozusagen eine Symbiose auf so hohem Niveau, dass die ineinander übergegangen sind und zwei völlig verschiedene Individuen, Pilz und Pflanze, die ja ganz weit voneinander entfernt nur verwandt sind, leben da zusammen in dieser Lebensgemeinschaft namens Flechte.
Deshalb kann man bei Flechten streng genommen nicht von Arten sprechen, also verschiedene Flechtenarten, sondern verschiedene Flechtenlebensgemeinschaften müsste man es nennen. Oder einen anderen Begriff dafür erfinden oder irgendwie sowas. Und das allein finde ich am Anfang schon mal einen ganz, 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 ganz spannenden Faktor. Der Pilzpartner und der Pflanzenpartner haben jeweils wirklich einen eigenen Stoffwechsel, eine eigene DNA, sind eigene Individuen. Die sind zwar so sehr miteinander verwachsen und haben einen sehr offenen Stoffaustausch miteinander, wobei man sagen muss, dass der Pflanzenpartner größtenteils Zucker eben an den Pilzpartner abgibt und vom Pilzpartner dafür nur das Allernötigste zum Überleben bekommt. Es ist also meistens für den Pflanzenpartner kein gutes Geschäft, diese Symbiose. Und man darf dem Pilz vielleicht unterstellen, dass er den Pflanzenpartner gegen dessen Willen, wenn man es jetzt vermenschlichen möchte, festhält. Aber so ganz ist es dann halt eben doch nicht so, denn auch der Pflanzenpartner hat Vorteile und kann durch das Zusammenleben mit seinem Pilzpartner Lebensräume besiedeln, die er ohne Pilzpartner definitiv nicht besiedeln könnte. Allerdings ist es so, dass bei den Mykorrhiza-Pilzen ein vergleichsweise kleiner, unscheinbarer, unwichtig aussehender Pilzpartner vom großen, großen Baumpartner abhängig ist. Zumindest sieht es auf den ersten Blick mal so aus. Und oft ist der Pilz ohne den dazugehörigen Baum auch nicht ganz konkurrenzfähig zu anderen Pilzen. Kann aber schon sein. Der Baum kann zumindest im jungen Stadium allerdings auch noch ganz gut einigermaßen ohne den Pilz auskommen. Also es ist schwer zu sagen und es kommt wirklich sehr auf den Einzelfall an, aber möglicherweise sind bei Mykorrhiza eine Beziehung einer Pflanze zu einem Mykorrhiza-Pilz beide Partner dieser Abhängigkeit auch unabhängig voneinander lebensfähig. Manchmal. Bei den Orchideen zum Beispiel nicht. Die Orchidee ist auf jeden Fall abhängig vom Pilz und ohne den Pilz kann die Orchidee nicht wachsen. Es ist immer eben die große Frage, ist der Pilz lebensfähig ohne seinen Pflanzenpartner? Generell grundsätzlich theoretisch, wenn man ihn irgendwie im Labor auf eine Nährstoffplatte impft, eine Agarplatte zum Beispiel, dann wächst er da auch wunderbar. Da braucht er keine Pflanze dazu, die ihn mit Zucker versorgt. Unter optimalen Bedingungen kann ein Pilz immer wachsen, einfach durch sein Myzel dahin wachsen, wo die Nährstoffe sind und wie ich es jetzt mehrfach erklärt habe, einfach durch die Zellwand die Nährstoffe aufnehmen. Wenn die überall rumliegen, in Anführungszeichen, dann ist es ein Pilz, egal ob er da jetzt extra einen Baum dafür hat, der ihm den Zucker produziert oder ob er ihn quasi vom Boden aufheben kann. Einfach ausgedrückt. So, und jetzt wollen wir mal schauen, warum macht denn dieses Zusammenleben aus Pilz und Pflanze so wahnsinnig viel Sinn und ist so eine, ja, Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso Erfolgsgeschichte, dann müsste doch alles überall voller Flechten sein. Das ist natürlich auch wieder nicht der Fall, aber ich habe mal zum Beispiel bei der Birke, hatte ich erzählt, dass wenn baumtechnisch fast nichts mehr geht, dann geht ganz oft schon noch Birke. Also dass am Rande des überhaupt noch Möglichen, wo man denkt, es wächst nichts mehr, kommt die Birke nochmal irgendwo her. Und noch extremer als die Birke, an Situationen, an denen man denkt, es geht nichts mehr angepasst, ist die Flechte. Die Flechte ist nämlich genau genommen das allerletzte Stückchen Leben, was an dem, kurz vor dem Punkt, wo es wirklich überhaupt kein Leben mehr gibt, außer Bakterien, die gibt es wirklich überall, kommt die Flechte. Die ist also wirklich das letzte Leben vor kein Leben mehr. Man hat auch Flechten auf der Außenwand der ISS eine Zeit lang im überlebenden Zustand gefunden. Deshalb, ja, das ist schon beeindruckend.
inwieweit die lange Zeit im Weltall überleben können, das darf man sich jetzt wiederum fragen. Das war nur über kürzere Zeiträume, aber wer weiß, vielleicht ist es möglich, vielleicht gibt es auf irgendeinem anderen belebten Planeten, das Universum ist unendlich groß, ich zweifle nicht daran, dass es noch irgendwo einen geben wird, super ultimative Megaflechten, die in der Lage sind, auch viele, 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 viele tausend Jahre im All zu überleben. Möglicherweise, wer weiß es, ganz sicher sein kann man sich da nicht. Und deswegen, bei einem unendlich großen Universum, eine winzig kleine Wahrscheinlichkeit mal unendlich, das ist so ein Standardspruch von mir, das ist dann immer durchaus eine gar nicht mal so geringe Chance. Ne? Stellen wir die Kamera noch ein wenig besser hin. Und dann wollte ich jetzt eben darauf eingehen, was die beiden Komponenten, Pflanze und Pilz, davon haben, als Flechte gemeinsam zusammenzuleben. Nämlich, fangen wir bei der Pflanzenkomponente an, und dafür müssen wir zurück dahin, wo die Pflanzen beschlossen haben, dass es doch eine gute Idee wäre, aus dem Wasser rauszukommen und zur Landpflanze zu werden, so evolutionär. Pflanze, die im Wasser hockt, hat drei Vorteile, die Pflanze, die an Land hockt, nicht hat. Nämlich, sie hat A, Wasser. Und zwar jede Menge, und zwar immer und überall. Sie braucht einfach nur durch ihre Zellwand ein bisschen Wasser reinströmen lassen und schon hat sie Wasser für die Photosynthese zur Verfügung. Simpel. Sie hat den zweiten Vorteil, dass sie keine UV-Strahlung zu fürchten braucht. Sobald sie einigermaßen tief im Wasser sitzt, filtert das Wasser die schädliche UV-Strahlung raus und das Licht, was dann bei unserer Pflanze ankommt, ist zwar abgeschwächt, aber dafür auch nicht mehr schlimm für DNA. Jede Zelle hat das Problem, wenn sie UV-Strahlung abbekommt, dann geht die DNA im Zellkern kaputt. Und wenn die DNA kaputt ist, dann gibt es Tumore noch und nöcher. Bei uns wäre das dann Hautkrebs. Zum Beispiel, da kann es noch andere schöne Dinge geben. Und das dritte Problem, das unsere Pflanze eben hat, beziehungsweise nicht hat, wenn sie im Wasser sitzt, ist, sie muss nicht standortfest sein. Es ist nicht unbedingt die kann im Prinzip rumtreiben. Also so eine Alge im Wasser. Alge ist nämlich auch die Komponente, die Pflanzenkomponente, die in Flechten in der Regel mitmischt. Das sind fast immer Algen. Das ist egal, die muss nicht festgemacht sein, die kann wirklich rumtreiben und das ist alles nicht so wichtig. Sie braucht keine großartige mechanische Hülle als Schutz vor zum Beispiel Wetter, vor Wind, vor Frost. All solche Sachen gibt es bei einer Wasserpflanze in der Regel nicht. Beziehungsweise Frost möglicherweise schon, aber im Wasser, das dauernd gefriert, gibt es halt auch erheblich weniger Wasserpflanzen. Die sind dann irgendwie in anderer Weise speziell angepasst. Gehen wir mal von einem sorgenlosen Leben unserer Wasserpflanze bisher aus. Und jetzt geht unsere Wasserpflanze an Land. Die Pflanzen, die sich jetzt an das Landleben spezialisiert angepasst haben, wie zum Beispiel höhere Pflanzen, höhere Landpflanzen, sowas wie eine Blume, ein Gras oder eben auch ein Baum, haben die Probleme so gelöst, dass sie alle eine Wurzel haben, mit der sie sich festkrallen können. Die Wurzel löst gleichzeitig zu einem großen Teil auch das Problem der fehlenden langfristigen Wasserverfügbarkeit, indem man mit der Wurzel zu Wasserreserven, die im Boden vorhanden sind, hinwachsen kann, um diese dann aufzunehmen. Ganz primitive Pflanzen haben das zum Beispiel übrigens noch nicht. Die halten sich zwar schon fest, die haben ein wurzelähnliches Gebilde, das zum Befestigen am Boden dient. Sie haben aber kein spezielles Gebilde, das von irgendwo anders Wasser in den eigentlichen Pflanzenkörper, in den Hauptteil des Pflanzenkörpers, insbesondere in den photosynthetisch aktiven Teil, herein befördert. Also ein Moos beispielsweise. Ein Moos kann nur dann Photosynthese machen, solange gar genug Wasser da ist. Das hat das Problem mit der Wasserverfügbarkeit also gar nicht gelöst. Und ein Moos hat auch noch nicht so richtig das Problem gelöst mit dem Licht, das halt eben für Sonnenbrand sorgt und eine Pflanze tötet, wenn sie am Land steht. Denn Moos gibt es nur im Schatten, auf gut Deutsch. Nur da, wo es ganz oft feucht ist, wo es ganz oft dunkel ist, wo nur wenig Licht hinkommt und nur eine ganz geringe Menge an UV-Strahlung dem Moos schaden könnte. Nur da kann Moos wachsen. Deshalb ist Moos ja auch immer nur am Boden und in irgendwelchen feuchten Ecken zu finden. Und wenn man sich dann mehr an die Sache anpasst,
mit dem bösen UV-Strahlung, mit dem fehlenden Wasser überall, dann entwickelt man relativ schnell eine wasserdichte Hülle um sich rum als Pflanze. Zum Beispiel eine Rinde, wenn man jetzt ein Baum ist, oder für die Blätter eine Wachsschicht, die sogenannte Cuticula, die eben natürlich auch wasserdicht ist. Da kann kein Wasser nach außen entweichen. Das Wasser, was in der Pflanze drin ist, kann also da eine ganze Weile gehalten werden. Und wenn sie ein bisschen Wasser aufnimmt, dann kann sie damit erheblich länger Photosynthese betreiben, weil es halt gespeichert bleibt, bis es aufgebraucht ist, als wenn sie nur darauf angewiesen ist, das an Wasser zu verwenden, was gerade quasi auf ihr drauf, sie drauf getropft ist und innerhalb von kurz wenigen Minuten schon wieder weg ist, wenn es trocken wird. Das wäre jetzt halt wieder eben unser Fall vom Moos. Ja, das sind so die Probleme, die eine Pflanze hat. Und damit auch die zwei Lösungsansätze im Wesentlichen. Das Moos kümmert vor sich hin und kommt nur so gerade eben so ein bisschen klar und bleibt halt primitiv und immer auf Wasser angewiesen. Es kann damit eben nur ganz spezielle Lebensräume besiedeln und dann ist Schluss, weil es nicht weiter angepasst ist an das Landleben. Ein Baum, den gibt es bekanntlich fast überall. Innerhalb der Grenzen, die überhaupt großes Pflanzenwachstum halt eben noch ermöglichen. Aber Baum ist schon ein ziemliches Erfolgsmodell, weil der halt eben wunderbar geschützt ist vor sämtlichen äußeren Einflüssen, vor Sonne, vor Kälte, vor mechanischen Beeinflussungen. So ein Stamm ist ja durchaus auch stabil und all solche Sachen. Gut. Eine Alge hat das also alles nicht. Eine Alge, wie sie in der Flechte vorkommt, ist extrem empfindlich und wenn man eine Alge aus dem Wasser nimmt und auf einen Stein legt, dann geht die Alge sofort kaputt, dann war es das. Das möchte ich jetzt nur noch mal wichtig zum Merken so klar machen. Alge hat noch keine Anpassung an das Landleben, überhaupt keine. Weniger als ein Moos. So, jetzt nehmen wir uns die Pilzkomponente vor. Was hat jetzt die Pilzkomponente für ein Problem? Wozu nutzt es ein Pilz, wenn er in Zusammenhang mit einer Pflanze als Lebensgemeinschaft zusammenlebt? Pilz muss essen. Und Pilz hat anders als die Pflanze nicht die Möglichkeit, Photosynthese zu machen. Heißt, Pilz muss genauso wie wir irgendwo Nahrung finden. Das heißt, er muss zu der Nahrung hinwachsen und die Nahrung in seine Zellen aufnehmen und kann sie dann da verspachteln. Deswegen leben sämtliche Pilze, was ich euch ja auch schon berichtet habe, in irgendeiner Form in einem Substrat. Im Boden, in Holz, in ja, verwesenden Tieren zum Beispiel, in ja, Leichen allgemein, einfach in anderer Biomasse. Biomasse ist ja generell immer zum gewissen Teil Nahrung und ein Pilz ist darauf spezialisiert, aus jeglicher Biomasse irgendwie Nahrung zu ziehen. So. Und die einzigen Pilze, die es geschafft haben, dieser ja das Pilzleben limitierenden Faktor zu entkommen, sind eben die Flechten. Die müssen nicht irgendwo drin wohnen in einem bestimmten Material und können da höchstens raus, dadurch, dass sie einen Fruchtkörper nach draußen schieben, der nur kurze Zeit hält und dann wieder kaputt ist. Also so ein stinknormaler Großpilz, also ein Hutpilz, das, was wir sammeln, wenn wir Pilze essen wollen. Die Flechte braucht das nicht. Die Flechte ist in der Lage, irgendwo auf einem Stein am Rande der Existenz von Leben noch zu sitzen und der geht's da gut. Weil halt eben eine Flechte die Vorteile beider Organismengruppen, Pflanze und Pilz, miteinander vereint. Der Pilz sorgt dafür, dass die Pflanzenkomponente geschützt ist. Er dient eben als Hülle, die der Alge fehlt, als Schutz vor den Elementen, als Schutz vor UV-Strahlung für die Alge und bildet ein gewisses wasserspeicherfähiges Gewebe, das dafür sorgt, dass nachdem es geregnet hat, so eine Flechte noch eine ganze Weile feucht ist und damit das Wasser noch eine ganze Weile der Algenkomponente in der Flechte zur Photosynthese zur Verfügung steht. Gäbe es das nicht, die Alge an sich würde sofort austrocknen. Die hat keinen Speicher, keinen Wasserspeichermodus sozusagen. Und damit ist der Pilz eben durch die Nahrungsversorgung mit seiner Alge unabhängig davon, wirklich in einem Substrat drin leben zu müssen. Und deswegen kann eine Flechte überall drauf sitzen, nicht drin, drauf. Das ist revolutionär im Reich der Pilze. Kein anderes Pilzteil kann das, nur die Flechte ist dazu in der Lage. Und eben der krasseste Fall, den es da gibt, ist, dass ja die Flechte das Lebewesen ist, das blankes Felsgestein im Hochgebirge bei miesesten Wachstumsbedingungen besiedeln kann.
die wächst dann, diese Flechte, vielleicht ein Hundertstel Millimeter im Jahr. Das kann durchaus sein, wenn die unter solchen Bedingungen lebt. Aber sie ist da derartig weit weg von allem anderen Leben, dass sie da überhaupt keine Konkurrenz von irgendwelchen anderen Lebewesen zu erwarten hat. Niemand möchte sie da fressen, weil niemand anders kann bei solchen Bedingungen überhaupt existieren. Das ist halt eben der große Vorteil des Gesamtsystems. Also für die Alge überhaupt die Möglichkeit, an Land leben zu können. Die Alge lebt in einem Pilz, in einem geschlossenen System, wo sie keinerlei Feinde oder Konkurrenz durch andere Pflanzen zu befürchten hat. Und der Pilz lebt auch eben abseits aller anderen Pilze in seinem eigenen kleinen, glückseligen, ja, Utopia-Verband, wenn man so möchte, wo alles, was man zum Leben braucht, in ausreichender Menge verfügbar ist. Wenn eine Flechte niemand frisst, dann geht es dir ja wunderbar bis in alle Ewigkeit. Außer, da gäbe es nämlich jetzt doch noch ein Problem, nämlich eine Flechte ist in der Lage, ihre Nährstoffe, die sie abgesehen vom Zucker durch die Pflanze noch so braucht, aus der Luft aufzunehmen. Da fliegt dann alle paar hundert Jahre vielleicht ein Magnesium vorbei, landet auf unserer Flechte, die nimmt das auf und dann hat sie genug Magnesium für die nächsten 100 Jahre. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber nah an der Realität, Flechten werden auch unendlich alt. Das Blöde ist jetzt bloß, dass sie auch, dass sie dadurch, dass sie Nährstoffe über die Luft benötigen, und keine wirkliche Differenzierung haben zwischen guter Nährstoff, schlechter Nährstoff. Also wenn da jetzt zum Beispiel irgendein Blei ankommt, dann nimmt unsere Flechte eben auch das Blei auf und stellt dann fest, hups, das war jetzt nicht so gut und geht dann flöten. Nur mal als ganz grobes Beispiel. Ich habe es ja bereits bei den Pilzen und der Sache mit der radioaktiven Strahlung erwähnt, dass die eben nicht unterscheiden können zwischen was Gutem und was Bösem. Wenn da ein entsprechendes Atom, Ion, was auch immer vorbeikommt, dann nehmen sie das auf. Und wenn es hinterher giftig war, dann haben sie halt ein Problem. Und so ist es natürlich auch mit den Flechten. Deswegen kommen Flechten auch nur davor, wo wir enorm gute Luft haben. Man kann also, wenn man in einem Wald rumläuft und stellt fest, huch, an den Bäumen hängen hier überall Flechten, sehr, 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 sehr stark davon ausgehen, dass man hier eine sehr gute Luft hat. Das bedeutet dann also wiederum, dass es hier in der Nähe keine größeren Industrieanlagen gibt. Und für uns als Überlebenswilliger im Walde ist das auch deshalb hilfreich, weil es gibt ein ganz bisschen so nochmal dieses Indiz dazu, dass man dann hier wahrscheinlich auch gutes Wasser finden wird. Weil keine Schadstoffe in der Luft, die sich im Wasser dann absetzen könnten, bedeutet keine Schadstoffe im Wasser. Unter Umständen. Es können natürlich noch auf anderem Wege auch noch Schadstoffe drin landen, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Indiz. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Selbstverständlich gibt es jetzt aber trotzdem auch noch Tiere, die sich auf den Verzehr von Flechten spezialisiert haben, gerade in Regionen, wo außer Flechten nicht mehr viel wächst. Und eines dieser Viecher ist das allseits beliebte, jetzt kurz vor Weihnachten, Rentier. Das weidet nämlich in größeren Mengen die Rentierflechte, deshalb heißt die auch so, weil sie im Winter die Hauptnahrung der Rentiere darstellt, ab und kann damit eigentlich in riesigen Herden ganz gut klarkommen. Daran kann man mal sehen, welche Bedeutung diese unwirkliche kleine Fläche, die man nur so als ja, akademisch interessante Ergänzung zum Rest der Lebewesen, die hier auf dem Planeten so rumkreuchen, sehen kann, eigentlich haben kann. Also die versorgt wirklich riesige Rentierherden im Winter mit Futter. Und besagte Rentierflechte ist zum Beispiel auch eine der Flechten, bei der diskutiert wird, ob die nicht eventuell auch als Notnahrung für uns als Mensch in der Frage kommen würde. Man weiß, dass Leute, die längere Zeit festgesessen sind in der Arktis, sich von Flechten ernährt haben, es versucht haben und gibt da so einen speziellen Fall, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Schiff es war, aber ein Schiff von Polarforschern eben, den ersten Polarforschern, so in der Zeit, wo da jeder zweite gestorben ist, die da oben halt festsaßen und den Winter damit überlebt haben, quasi, dass sie sich Flechtensuppe noch und nöcher gekocht haben und wahrscheinlich wird es unter anderem eben eine nahe Verwandte oder sogar wirklich die Rentierflechte gewesen sein, die sie da größtenteils konsumiert haben. Die enthält sicherlich ein gewisses Maß an Nährstoffen.
viel wird es nicht sein, aber wenn man in einer solchen Region wirklich gestrandet ist und da nichts anderes mehr zu essen findet, dann müsste man halt eben gewaltige Mengen dieser Flechtensuppe konsumieren. Selbst wenn die pro 100 Milliliter 20 Kalorien hat, wenn man einen Liter davon gesoffen hat, dann hat man immerhin 200 Kalorien. Das ist nicht nichts. Man müsste dann über den ganzen Tag selbstverständlich dann irgendwann 10 Liter davon konsumieren. Das wird wahrscheinlich nicht ganz möglich sein. Aber selbst über so einen langen arktischen Winter, wenn man es dann mit dieser Flechtenernährung, sagen wir mal, schafft, doch tatsächlich irgendwie 1000 Kalorien am Tag aufzunehmen, davor jetzt ein bisschen nicht der allerabgemagerste Mensch ohnehin schon gewesen ist, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das möglich sein könnte, mit Flechtensuppe irgendwie so gerade eben noch so durch den Winter zu kommen. Man weiß auch, dass Flechten in Notzeiten von der indigenen Bevölkerung des Nordens, also sowohl den Samen, also die skandinavischen Ureinwohner, als auch irgendwelchen Eskimos oder Inuit, es gibt übrigens beides, habe ich mir mittlerweile sagen lassen, ja, auch in Notzeiten eben gemahlen wurde und sozusagen als Mehlersatz verwendet, beziehungsweise um das Mehl zu strecken. Ob das jetzt nur einfach ein reines Strecken des Mehls ist, dass man dann mehr Brot erhält im Endeffekt, was allerdings die gleiche Nährwertmenge hat wie wenig normales Brot, das ist eine andere Frage, aber man, das ist eben, ich gehe mal davon aus, dass Flechten durchaus einen gewissen Nährwertkomponente haben können, die vielleicht sogar eben etwas über dem Level des Pilzes liegt, weil ich einer Flechte zutraue, dass sie ein gewisses Maß von dem Zucker, den sie von ihrem Photobionten, enthält, vielleicht unter Umständen kurzfristig speichert. Und ein normaler Pilz macht das eigentlich nicht. Also da hat man auch nichts gefunden, was da großartig der Speicherung dienen würde. Eine Flechte ist im Übrigen auch eventuell, wenn man das so sehen möchte, das ist jetzt wieder eine Definitionsfrage, auch höher entwickelt als ein normaler Pilz, weil während ein normaler, also im Boden lebender Pilz ohne Pflanzenkomponente, eben nur aus dieser einen Pilzzelle in millionenfacher Ausführung besteht, diesen Pilzfäden, die überall hinweg wachsen, die eben nicht differenziert sind, hat so ein so eine Flechte sehr wohl unterschiedliche Gewebetypen. Die haben ein Deckgewebe obendrauf, das halt eben vor UV-Strahlung schützen soll. Die haben ein sehr lockeres Gewebe, das Wasser speichern soll. Sie haben eine Art Wurzelfäden unten dran, mit denen sie sich am Felsen festkrallen, auf dem sie sitzen. Dieses Festkrallen ist übrigens so effizient, dass man viele Flechten ums Verrecken nicht von ihrem Stein runterbekommt. Also auch gerade die, die eben auf dem Stein sitzen. Beispiel die Landkartenflechte, die Schwefelflechte. Bei Flechten kann ich auch ein paar Arten bestimmen übrigens. Anders als bei den reinen Pilzen. Ja, das ist also auch wieder wirklich sowas ganz, 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 ganz Spezielles. Und einfach allein schon diese Gewebedifferenzierung für mich macht die klar, eine Flechte ist schon ein bisschen was Spezielleres als so ein Standardpilz. Das ist eigentlich ein bisschen eine unfaire Betrachtung, aber es ist einfach eine Definitionsfrage, wie man das sehen möchte. Für mich ist es halt so. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Ich hoffe mich jetzt ein kleines bisschen anders hin und habe hier wieder meinen Fackeltopf dabei, damit ich jetzt auch im Dunkeln dann noch ein bisschen weiter quatschen kann. Und dann geht es gleich weiter. So, und jetzt habe ich auch Beleuchtung, so halbwegs, vielleicht stelle ich die noch ein bisschen weiter nach vorne, dann kriege ich mehr Licht ab. Ja, es ist so, Flechten sind in der Regel nicht grün. Das liegt daran, dass der Pflanzenanteil an der Gesamtgemeinschaft nur sehr, 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 sehr gering ist. Es ist also, ja, so sagen wir mal, mindestens 90% Pilz und nur maximal 10% Pflanze an dieser Lebensgemeinschaft beteiligt. Deswegen das bisschen Grün, was da quasi zwischen den nicht grünen Pilzfäden existiert, die Algenkomponente eben, das sieht man mit bloßem Auge nicht. Unter Mikroskop dann sehr wohl, teilweise vielleicht auch schon unter der Lupe, da müsste man dann halt eben eine entsprechend gute Lupe haben. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr mal irgendwo in Flechten vorbeikommt, mit der Lupe gucken, ob ihr da nicht irgendwo doch ein paar grüne Pünktchen in Anführungszeichen entdeckt. Ja, und das ist auch wichtig, denn dadurch, dass die Pflanzenkomponente so gering ist, kann man vermuten,
So eines der Indizien, dass es ursprünglich ein Pilz gewesen ist, der sozusagen die Pflanze für sich versklavt hat, eigentlich in der ursprünglichen Form. Inzwischen profitieren ja beide davon irgendwo, aber für den Pilz ist doch der Vorteil vielleicht etwas größer, allein dadurch, dass der Pilz eben den großen Anteil an diesem Zusammenhang ausmacht. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, wichtig ist das, dass man wenig Pflanze in viel Pilz hat, weil das so einen kleinen Hinweis auf die Entstehung bzw. auch auf die Vermehrung von Flechten gibt. Flechten haben wieder zwei Möglichkeiten, sich fortzupflanzen, wenn man so möchte. Entweder sie wachsen schlicht, also sprich am Rande des der Flechtengemeinschaft wird die größer. Die wächst in die Breite. Das funktioniert natürlich so, dass der Pilz einfach weiter wächst, das Pilzgeflecht. Und jetzt wird es aber kompliziert. Nämlich, die Pflanzenkomponente in der Gemeinschaft hat ja eine ganz andere DNA als die Pilzkomponente. Wenn jetzt also der Pilz Sporen produziert von sich, dann sind das natürlich nur Pilzsporen. Die haben nicht noch irgendwie eine Pflanze auf dem Rücken gebunden, sozusagen. Wenn also eine Flechte Sporen abgibt, was die durchaus können, sexuelle Fortpflanzung eben bei Pilzen, dann sind das nur die Pilzkomponente, die irgendwo anders hingetragen wird, da dann keimt. Und jetzt ist es noch sehr unklar und da gibt es noch viele Sachen, die noch nicht wirklich geklärt sind, was dann passiert. Es bildet sich wahrscheinlich so eine Art Vorflechte, die eben nur aus dem Pilz besteht. Ein sehr, 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 sehr kümmerliches Dasein auf wirklich minziger Ebene fristet. Das ist auch nicht groß, dieses Ding, was da entsteht. Eben versucht, von dem zu leben, wie es alle anderen Pilze auch tun. Also indem es zum Beispiel jetzt doch in den Boden eindringt und sich dort irgendwelche Nährstoffe schnappt, die da rumliegen sozusagen. Bis es dann dieser Vorflechte, dieser Protoflechte gelingt, in irgendeiner Form, aus irgendwelchen Gründen, den Kontakt mit einer Alge herzustellen, die da aus irgendwelchen Gründen auch zu finden ist. Wieso da eine Alge rumliegen soll, das ist halt eben die große Frage. Wie kommt diese Alge dahin? Wo hat der Pilz diese Alge her plötzlich? Aber irgendwie gelingt es ihm dann halt eben, diese Alge sozusagen zu versklaven. Der findet die, versklavt die, nimmt die in sich auf und ab dem Punkt haben wir dann eine richtige Flechte, eben bestehend aus einer Algen- und einer Pilzkomponente. Vielleicht liegt es daran, dass diese Versklavung einer Alge, die auch plötzlich im Nirgendwo auftauchen muss, ein bisschen schwierig ist, dass es eben auch Flechten gibt, die nicht mit einer Pflanze im klassischen Sinn zusammenarbeiten. Eine Alge ist ja eine richtige Pflanze, sondern nur mit einem Cyanobakterium, beziehungsweise mit vielen davon natürlich. Weil Cyanobakterien, die sind wahrscheinlich leichter zu finden als Algen, sozusagen. Dass man also quasi als Pilz irgendwo hinkommt und findet keine Alge, hätte aber gern eine, muss dann aber ein Cyanobakterium halt nehmen, weil das besser ist als nix. Also das sind so Überlegungen, vielleicht könnte es so irgendwie in diese Richtung, ganz vereinfacht ausgedrückt natürlich, funktionieren. Aber die Fortpflanzung, das ist wirklich so ein ganz, 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 ganz spannendes Thema. Aber soweit habt ihr es hoffentlich verstanden. Natürlich kann halt eben die Eizelle vom Pilz, ist die Eizelle vom Pilz, die Eizelle von der Pflanzenkomponente, die sich nicht sexuell fortpflanzt innerhalb der Flechten-Lebensgemeinschaft. Aber wenn sie es tun würde, dann wäre ihre Eizelle, also ihr Samen, wie bei jeder anderen Pflanze auch die Samen produziert, oder in dem Fall wäre es natürlich eine Spore, Algen machen keine Samen, sondern Sporen, hätte eine ganz andere DNA, als eben der Samen, die Spore vom Pilz. Das sind zwei unterschiedliche Individuen. Die können sich nicht zusammentun und zusammen einen Samen produzieren, der dann als Pflanze und Pilz irgendwo keimt. Und das ist wirklich absolut einmalig. Das gibt es nirgendwo sonst. Bei anderen Symbiosen aus Pflanze und Pilz, dann muss halt die Pflanze da hinfallen, wo der Pilz schon ist oder irgendwie sonst wie. Ich habe es ja vor einer ganzen Weile inzwischen mal erklärt gehabt. Das ist auch wirklich sowas, das fasziniert mich.
bei der Flechtengeschichte. Und interessanterweise könnte man nämlich vielleicht, wenn man diesen Prozess verstehen würde, wie ein Pilz eine Alge sozusagen assimiliert, in sich aufnimmt und versklavt, in den Körper integriert quasi, weil es gibt da nämlich noch so eine andere Sache, die wir auch noch nicht in allumfassendem Ausmaß verstanden haben, die nennt sich Endosymbiontentheorie. Und das ist Zellbiologie. Normalerweise finde ich Zellbiologie meistens eher langweilig, weil das sind so ganz kleine Sachen. Ich will lieber Bäume, die sind schön groß, die kann man anfassen, da kann man auch was, kriegt man auch was zu sehen. Aber in diesem Fall ist es schon interessant, weil die höheren Zellen, also Tierzellen, Pflanzenzellen und Pilzzellen, haben neben dem Zellkern auch gemeinsam, dass sie alle Mitochondrien besitzen. Mitochondrien sind die Fabrik der Zelle sozusagen. Das ist also das Ding, wo die Atmung stattfindet, wo die Energie erzeugt wird, mit der die Zelle arbeitet. Jede Zelle hat das, weil jede Zelle braucht Energie. Was die Zelle dann ansonsten noch anstellt, neben eben mit Energie versorgt zu werden, das ist ganz unterschiedlich. Eine Nervenzelle macht was anderes als eine Muskelzelle, eine Leberzelle oder eine Nierenzelle machen nochmal was anderes. Nur so mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Aber gemeinsam ist, jede Zelle muss Mitochondrien oder mindestens eins, eben haben, um Energie bereitstellen zu können. Und das Interessante ist jetzt, dass dieses Mitochondrium lustigerweise genau so aussieht wie ein Bakterium, das in der Zelle irgendwie eingesperrt ist und für die Zelle arbeiten muss. Und inzwischen geht man auch schwer davon aus, dass das so ist. Dass die Eukaryonten, als sie entstanden sind, also alle Lebenswesen mit den höheren Zellen, den besseren Zellen, es irgendwie geschafft haben, relativ bald Bakterien einzufangen und statt sie zu verdauen, sie zu assimilieren und in ihren eigenen Stoffwechsel, ihren eigene Biologie zu integrieren. So ein Mitochondrion hat sogar eine eigene DNA, also eine andere DNA als der Rest der Zelle unter Umständen. Ja, was heißt unter Umständen? Ist immer so. Und das allein und die Tatsache, dass es strukturmäßig wirklich so aussieht wie ein Bakterium, das nur Energie produziert und nichts anderes mehr tut, weil das muss es ja nicht, den Rest versorgt ja, die macht ja die Zelle für das Mitochondrion sozusagen, kann man also davon ausgehen, Mitochondrien sind Bakterien, die von der Zelle assimiliert wurden. Und im höheren Maßstab ist eine Flechte, da ist der Pilz sozusagen der Eukaryont, also die eukaryontische Zelle, die ein Bakterium, in diesem Fall ist die Alge, assimiliert hat, um halt eben eine zusätzliche Komponente, die sie vorher nicht hatte, also die er vorher nicht hatte, der Pilz, zu seinem Repertoire an Überlebenstechniken sozusagen hinzuzufügen. So kann man das natürlich sehen. Das ist eine reine Ben-Theorie, wichtig, muss ich dazu sagen. Und ich finde es einfach nur faszinierend und ich denke da gern drüber nach. Aber abschließend klären kann ich das ganz bestimmt nicht. Ich bin ja nicht der Pilzologe. Mykologe natürlich. Aber ich finde das schon wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und ich denke da gern drüber nach. Gerade auch eben diese Endosymbiontentheorie ist sowas, das hat es mir ein bisschen angetan. Da kann man viel Zeit mit verbrauchen, verschwenden, verbringen. Drüber nachzudenken, wie eben diese Bakterien in die größeren Zellen reingekommen sind und wie das alles zusammenhängt und die ganze Komplexität, die da dahinter steckt, gerade wenn man ins Detail geht und dann nochmal tiefer ins Detail geht und dann zurück und dann noch runter auf die DNA-Ebene, wie das alles funktioniert, die ganze Komplexität des Lebens, wie das alles zusammenhängt, das ist einfach, mir macht Spaß. Euch auch, weil sonst würdet ihr euch nicht ewig lange Videos zu diesem Thema anschauen, in denen, außer dass der Ben irgendwelches Zeug anzündet, ja sonst außerdem nicht viel passiert. Und ich zünde ja auch nicht immer was an, nur in jedem dritten Video gefühlt oder was. Ja, Hobbypyromane. Gut, jetzt ist es aber trotzdem so, das finde ich immer lustig mit diesen Fackeln, dass dann unten Rauch rausraucht. Jetzt ist es also trotzdem so, dass ich damit nicht mehr allzu viel zu sagen habe. Das wäre es, glaube ich, alles gewesen, was mir zum Thema Pilze bzw. Flechten einfällt. Ich kann, wenn ich mal an Flechten vorbeikomme, die ich erkenne,
dann sage ich euch auch, was das ist. Es gibt verschiedene Typen von Flechten, das kann ich vielleicht noch erzählen. Zum Beispiel Bartflechten, die hängen vom Baum und sehen aus wie, ja, wie ein Bart am Baum, der darunter hängt. Das ist so der prominenteste Fall von Flechten vielleicht. Die Dinger, die direkt auf dem Stein aufsetzen, ein Beispiel dafür wäre eben die Landkartenflechte, die so aussieht wie so einzelne Länder auf der Landkarte. Ja, kann ich nicht besser beschreiben. Schwefelflechte, das ist so eine komplett gelbe Flechte, die den ganzen Stein gelb macht. Ja, das sind eben diese aufsetzenden Flechten. Und dann gibt es noch so Flechten, die eine richtige Struktur, bäumchenartige Struktur zum Beispiel bilden, die einen Trichter haben, den sie deutlich nach oben heben. Und wenn in diesen Trichter ein Tropfen Wasser reinfällt, das habe ich euch mal gezeigt auf meiner Westwegtour, da haben wir mal solche gesehen, ich habe sie euch gezeigt gehabt. Wenn in diesen Trichter ein Tropfen Wasser reinfällt, dann werden quasi die Sporen von der Pilzkomponente aus dem Trichter rausgeschleudert und verbreiten sich relativ gut über weitere Entfernungen. Weitere Entfernungen ist relativ. Sporen haben ja potenziell die Möglichkeit, gewaltige Strecken zurückzulegen, weil die ja so leicht und klein sind, dass die vom Wind ja hunderte von Kilometern weit getragen werden können. Dass das mal passiert, ist wiederum relativ unwahrscheinlich. Und dann kommt halt eben noch das Problem dazu, dass ja Sporen optimale Bedingungen braucht, wenn sie irgendwo landet, um da keimen zu können. Hatte ich auch eben angesprochen. Da kann man halt wieder eben sehen, wie sehr Evolution oder überhaupt die Natur auf Zufälle angewiesen ist. Die Chance, dass eine Spore über eine wahnsinnig weite Entfernung geweht wird und da dann perfekte Bedingungen zum Keimen antrifft, das ist so wahnsinnig gering. Aber über einen sehr langen Zeitraum und unglaublich viele Sporen, die pro Pilz produziert werden oder eben pro Flechte, ja, hat's funktioniert, offensichtlich. Die ganze Welt ist mit Pilzen und Flechten besiedelt. Die sind überall hingekommen. Das System hat funktioniert. Ja. Weshalb ich auch eben für mich selber oft der Meinung bin, um jetzt nochmal einen philosophischen Rückschluss zu ziehen, nachdem ich hier gerade so schön alle Beleuchtung anhab, es muss nicht immer alles toll funktionieren. Es muss nur funktionieren. Das habe ich auch bei meinem Ausrüstungsregal vorstellen mal gesagt gehabt. Das wird so mehr und mehr, je älter ich werde, so ein bisschen zu meinem Motto, dass es mir bei vielen Dingen einfach ausreicht, dass es irgendwie geht. Es muss nicht immer das Optimum sein. Man darf auch durchaus mal mit, es klappt irgendwie, zufrieden sein. Das ist vielleicht... Ich glaube, man geht einfach entspannter durchs Leben, wenn man das so ein bisschen begriffen hat. Und in der Natur ist es halt auch so. Gerade noch so irgendwie funktionieren, reicht vollkommen aus. Darauf basiert alles. Die Photosynthese hat einen Wirkungsgrad von maximal 1,5%. Das ist lächerlich. Also 98,5% der Energie, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, verpuffen im Nix und werden nicht genutzt, die eben von den Blättern aufgenommen wird. Nur 1,5%. Wirklich diese winzige Energiemenge reicht aus, sämtliche Biomasse auf dem Planeten zur Verfügung zu stellen, die es gibt. Da wird man bescheiden. Da lernt man auch mit den kleinen Dingen relativ gut auszukommen, finde ich. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber denkt mal drüber nach, das macht Spaß. Am besten geht ihr dazu in den Wald und besorgt euch eine Fackel. Man kann die auch kaufen, kosten 2 Euro in diesem Fall hier. Gerade jetzt an Silvester, dann gibt es überall Fackeln zu kaufen. Da braucht man die doch gar nicht online zu bestellen. Ich werde meinen Vorrat auch noch ein bisschen auffüllen. Nichts geht über eine Fackel, wenn man böse Dinge vorhat. Nein. Ja. Ich kann jetzt natürlich nur weiter rumphilosophieren, aber das lasse ich jetzt sein. Dann soll es das für das erste Mal wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.